Tagesordnungspunkt 3 der zweiten Aktuellen Stunde, die überschrieben ist mit dem Thema Investitionsprioritäten bei der Aufstellung des Doppelhaushalts 2023-2024. Hier ist Einreicher die CDU-Fraktion und deswegen Herr Krüger zunächst. Und dann beginnen wir in der Fraktionsrunde und die beginnt mit Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, als wir vor 2 Jahren an dieser Stelle standen, um über die Prioritäten des Doppelhauses 21-22 zu sprechen, war die Situation geprägt von großer Unsicherheit. Die Corona-Pandemie war gerade 1 Jahr alt und es war unklar, welche finanziellen und damit auch haushalterischen Konsequenzen daraus erwachsen würden. Jetzt wissen wir, dass Dresden zumindest finanziell gut durch diese Krise gekommen ist. Was sich damals keiner vorstellen konnte, war, dass die Unsicherheiten jetzt noch viel größer sein würden. Wir haben wieder Krieg in Europa, der millionenfaches Leid verursacht und unzählige Menschen zur Flucht zwingt. Krieg, der Lieferketten unterbricht, Produktionsstätten zerstört und zu Sanktionen geführt hat, die auch uns empfindlich treffen. Gleichzeitig und durch den Krieg noch befeuert, haben wir die höchste Inflation seit der Ölkrise der 70er Jahre. Vor allem die extrem gestiegenen Energie- und Kraftstoffpreise treffen die Menschen auch in unserer Stadt empfindlich. Es steht zu befürchten, dass die bevorstehende Mai-Steuerschätzung gegenüber bisherigen Prognosen noch einmal nach unten korrigiert werden muss. Kurz und gut, unsere Stadt steht im Moment wirtschaftlich auf soliden Füßen, die Weltwirtschaft eher nicht. Und die Zukunft liegt im Dunkeln. Deswegen muss es darum gehen, für die kommenden 2 Jahre einen Haushalt zu beschließen, der unsere Stadt auch in Zukunft handlungsfähig hält. Wichtigstes Ziel und eine entscheidende Frage der Generationengerechtigkeit ist die Schuldenfreiheit des Kernhaushaltes. Das ist unsere oberste Prämisse, daran halten wir als CDU fest. Eine ebensolche Frage der Gerechtigkeit ist es, dass wir diejenigen, die am stärksten unter der Corona-Krise gelitten haben, unsere Kinder und Jugendlichen, weiter in den Fokus unserer Maßnahmen rücken. Wir wollen deshalb die Investitionen an Schulen und Kitas bei mindestens 100 Millionen Euro jährlich verstetigen. Für die Zukunft unserer Kinder ist eine gute Schulbildung die Grundvoraussetzung. Nur sie eröffnet ihnen Aufstiegschancen und damit die Möglichkeit eines guten und selbstständigen Lebens. Maßgeblich für die vergleichsweise gute wirtschaftliche Lage in unserer Stadt trotz Pandemie ist unsere Wirtschaft, hier vor allem der Mittelstand. Die Gewerbesteuereinnahmen sorgen dafür, dass wir überhaupt finanzielle Mittel haben, über deren Verwendung wir streiten können. Es muss daher unser Ziel sein, die Wirtschaft so aufzustellen, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer dauerhaft über 450 Millionen Euro liegen. Dafür sind verstärkte Investitionen in Gewerbeflächen und Gründerzentren unabweisbar und entscheidend. Für Wirtschaft und Bürger gleichermaßen bedeutend ist der Zustand der Verkehrsinfrastruktur. Hier ist in den letzten Jahren viel zu wenig geschehen. Es reicht nicht, bunte Striche auf die Straße zu malen, um Fahrradwege auszuweisen, wenn eben diese Straßen und Wege in einem desolaten Zustand sind. Wir wollen deshalb die Mittel für Straßensanierung sowie für Fuß- und Radwege im kommunalen Haushalt verdoppeln. Uns ist wichtig, das zu erhalten, was unsere Stadt besonders lebenswert macht. Die Lebensqualität, ihr Flair, ihre Schönheit. Dazu gehört natürlich zuerst unsere Kultur. Es muss auch unter schwierigsten Bedingungen gelingen, unsere kulturellen Einrichtungen zu finanzieren. Gleichzeitig müssen wir zum Beispiel die Ostrale oder ein jüdisches Museum für die Zukunft denken. Damit sind im kommenden Haushalt unbedingt Voraussetzungen zu treffen. Wir müssen uns aber auch an die klimatischen Veränderungen anpassen. Völlig egal, ob man nun für menschengemacht hält oder nicht. Es wird wärmer, es wird trockener. Das heißt, wir müssen Maßnahmen ergreifen, eine Überhitzung, vor allem in der Innenstadt, zu verhindern. Wir müssen dabei auch prüfen, ob die Mittel für Pflanzung und Bewässerung der Straßenbäume noch ausreichend ist. Die Klimaanpassungsmaßnahmen dürfen aber nicht dazu führen, den angespannten Wohnungsmarkt in unserer Stadt noch weiter aufzuheizen. Gegen steigende Mieten hilft nur der Neubau von Wohnungen. Private Anbieter haben vor allem im Mehrgeschossbau dazu in den letzten Jahren Entscheidendes getan. Dank des Kompromisses zum kooperativen Baulandmodell profitieren davon auch Geringverdiener. Unsere Aufgabe ist es nun, auch jungen Familien geeignete Wohnformen zur Verfügung zu stellen. Wir wollen daher, dass die Stadt viel stärker als bisher
Flächen für Eigenheimstandorte entwickelt und dafür bevorzugt die städtischen Außenbereiche in den Blick nimmt. Lebenswert ist vor allem eine sichere und eine saubere Stadt. Wir wollen den Brand- und Katastrophenschutz weiter stärken, gerade im Hinblick auf die Krisenereignisse. Wir wollen aber auch die Anti-Graffiti-Maßnahmen nachhaltig finanzieren, um Schmierereien und Vandalismus schneller beseitigen zu können und den Druck auf die Verursacher zu erhöhen. Damit gerade die jüngeren Einwohner unserer Stadt ihren Tatendrang und Ausdruckswillen umsetzen können, gilt es, ehrenamtliches Engagement und sportliche Betätigungsmöglichkeiten zu fördern. An erster Stelle steht dabei die Finanzierung und Umsetzung des Sportstätten- und Sanierungsentwicklungskonzeptes. Sie merken, 5 Minuten sind knapp, auf alle Bereiche einzugehen. Deswegen will ich es bei den hier genannten Schwerpunkten belassen. Die Bäume werden nicht in den kommenden Monaten in den Himmel wachsen. Es gilt, Maß zu halten und sich auf Prioritäten zu konzentrieren. Lassen Sie uns gemeinsam konstruktiv für die Zukunft unserer Stadt ringen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Krüger, für die Einführung in die Aktuelle Stunde. In der Fraktionsrunde beginnen wir mit der Fraktion Die Linke. Herr Schollbach, bitte. Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, es ist ja bemerkenswert, der Stadtrat debattiert über die künftigen Investitionsprioritäten und wer glänzt mit Abwesenheit? Unser Oberbürgermeister, das sagt eigentlich alles. Wie wollen wir nun die Zukunft unserer Stadt gestalten? Wie wollen wir sie besser machen? Welche Probleme müssen gelöst werden? Welchen Herausforderungen müssen wir uns stellen? Dresden ist eine wundervolle Stadt mit vielen positiven Seiten. Dresden hat eine Menge Potenzial. Und gleichzeitig gibt es deutliche Fehlentwicklungen und Missstände, die endlich angepackt werden müssen. Dresden muss wieder gerechter werden. In der Amtszeit von Dirk Hilbert hat die soziale Spaltung deutlich zugenommen. 2016 waren es 65.000 Menschen, die in Armut lebten. Heute sind es über 78.000. Viele Dresdnerinnen und Dresdner haben richtig zu kämpfen, um über die Runden zu kommen. Seit Jahren steigen die Wohnungsmieten. Und jetzt explodieren auch noch die Kosten für Strom, Heizung und Lebensmittel. Das bringt viele Leute, die es bisher gerade noch so geschafft haben, völlig unverschuldet in Not. Und deshalb ist jetzt eines wichtig: die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges dürfen nicht auf die kleinen Leute abgewälzt werden. Hier kann und muss auch die Stadt Dresden aktiv werden. Das beginnt bei den Fahrpreisen. In den vergangenen 15 Jahren sind die Ticketpreise für Bus und Bahn um sage und schreibe 50% erhöht worden. Diese Entwicklung ist nicht vom Himmel gefallen, sondern die Folge politischer Entscheidungen. Und wenn wir es ernst meinen mit sozialer Gerechtigkeit und der Bekämpfung des Klimawandels, dann muss endlich Schluss sein mit diesen ständigen Preiserhöhungen. Der Nahverkehr muss für die Menschen attraktiv und bezahlbar sein. Und um das zu erreichen, müssen wir in unsere Verkehrsbetriebe investieren und sie nicht weiter am finanziellen Gängelband halten. Und bevor die Stadt neue Großprojekte beginnt, wie zum Beispiel dieses sauteure Verwaltungszentrum, sollten wir endlich mal was tun für die allgemeine Infrastruktur, für die Sanierung der Sportstätten, Investitionen in Kultur- und Nachbarschaftszentren und natürlich auch in den lange vernachlässigten Bereich der Fußwege und der Radwege. Denn wenn wir das Radwegenetz sicherer machen, dann steigen vielleicht noch ein paar mehr Leute aufs Fahrrad um. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern dann haben alle was davon, sogar Herr Zastrow. Und natürlich müssen wir in Bildung investieren. Und damit meine ich nicht etwa teure Luxusmieten für das Schulverwaltungsamt, sondern die Schulbibliotheken, für die in der Hilbertschen Planung bisher nichts vorgesehen ist. Das Problem ist doch folgendes: im Gegensatz zur Tochter der Lidl-Verkäuferin aus Leuben kann sich der Sohn des Bankers aus der Altstadt einfach ein paar neue Bücher kaufen.
Und da werden Lebenschancen von vornherein ungerecht verteilt und die soziale Spaltung vertieft. Und deshalb müssen wir hier handeln. Und das gilt auch für den sozialen Wohnungsbau. Den Fehlentwicklungen auf dem Wohnungsmarkt muss endlich Einhalt geboten werden. Die Immobilienkonzerne spielen schon viel zu lange Monopoly mit unseren Wohnungen. Und deshalb muss der soziale Wohnungsbau endlich mit der nötigen Priorität vorangetrieben werden und darf nicht weiter auf Sparflamme laufen. Es ist ja ohnehin ein Treppenwitz, meine Damen und Herren. Erst macht Herr Hilbert Politik für die Immobilienhaie und senkt die Sozialwohnungsbauquote. Und nun, wenige Wochen vor der Wahl, kommt er plötzlich um die Ecke und entdeckt sein Herz für den sozialen Wohnungsbau. Ich will es deutlich sagen, das ist unredlich. Aber die Dresdner und Dresdner haben das längst durchschaut, es hat sich rumgesprochen. Und der Volksmund sagt dazu das Folgende: Der Worte viel, der Daten wenig, das ist der Hilbert, unser König. Meine Damen und Herren, die entscheidende Frage ist, für wen man Politik macht. Wem fühlt man sich verpflichtet? Für wessen Interessen tritt man ein? Sind es die Interessen einiger weniger Günstlinge und Profiteure? Oder arbeitet man für die Belange der Mehrheit der Menschen? Wenn wir die Probleme lösen und die Herausforderungen anpacken wollen, funktioniert das nicht mit weiter so. Was unsere Stadt jetzt braucht, ist nicht Bequemlichkeit und Beliebigkeit, sondern Tatkraft, Mut und Entschlossenheit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schollbach. In der Fraktionsreihenfolge die SPD-Fraktion. Frau Dr. Vogel, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte beigeordnete Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, liebe Dresdnerinnen und Dresdner. Es ist wieder soweit. Der nächste Doppelhaushalt für die Jahre 2023/24 ist aufzustellen. Dabei kommt uns als Stadtrat ein Ermessensspielraum zu, wie wir das frei verfügbare Geld verplanen, welche politischen Akzente wir setzen wollen neben den Pflichtaufgaben, die die Landeshauptstadt Dresden ihren Bürgerinnen und Bürgern gegenüber zu erfüllen hat. Was ist das Ziel der so technokratisch anmutenden Haushaltsverhandlungen, die die Finanzpolitikerinnen und Finanzpolitiker der Stadt untereinander und gemeinsam im Finanzausschuss mit der Verwaltung intensiv diskutieren werden in den nächsten Wochen und Monaten, bis er denn steht, der nächste Doppelhaushalt 2023/24? Sicher ist jedenfalls, das uns zur Verfügung stehende Geld ist kein Selbstzweck. So weiß schon Salomo, wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt. Und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Aber immer ist ein König, der dafür sorgt, dass das Feld bebaut werden kann, ein Gewinn für das Land. Was heißt das heute vor dem Hintergrund unserer demokratischen Strukturen? Jedenfalls ist es nicht mehr der König, der dafür sorgt, dass das Feld bebaut werden kann und die nötigen Mittel dafür bereitstellt, sondern wir selbst sind es, gewählt von unseren Bürgerinnen und Bürgern, die entscheiden, wie wir mit dem noch vorhandenen Geld umgehen, welche politischen Prioritäten wir setzen, damit in Dresden gutes, gelingendes Leben weiterhin für alle in dieser Stadt lebenden Menschen möglich ist. Aus sozialdemokratischer Perspektive heißt das Ziel der kommenden Haushaltsverhandlungen deshalb: Ein Gewinn für das Land bzw. für die Stadt Dresden ist eine Finanzpolitik, die dem Menschen dient und nicht das zur Verfügung stehende Geld selbst zum Fetisch macht. Kommunales Geld ist nicht um des Geldes willen da. Es soll eingesetzt, gemehrt, nutzbar gemacht werden für die Menschen, die in unserer Stadt leben. Wir als SPD-Fraktion werden uns deshalb weiterhin im Stadtrat dafür einsetzen, dass gute Bildung keine Frage der sozialen Herkunft ist. Schulen müssen bedarfsgerecht, wohnortnah und leistungsfähig und dafür entsprechend finanziell ausgestattet sein. Unser Ziel ist es, bezahlbaren und qualitativ guten Wohnraum für alle zu schaffen. Dafür muss die städtische Wohnungsbaugesellschaft WID finanziell gestärkt und der Bestand der kommunalen Wohnungen weiter ausgebaut werden. Denn nur wenn die Stadt Dresden selbst über genügend kommunale bezahlbare Wohnungen verfügt, kann sie einer drohenden Ghettoisierung in reiche und arme Stadtteile etwas entgegensetzen.
Daneben sind Sport wie auch Kunst und Kultur in Dresden so finanziell auszustatten, dass alle Menschen, und zwar unabhängig von ihrem Geldbeutel, daran teilhaben können. Wir wollen die Verkehrswende weiter voranbringen, dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, gerade vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und der allerorts spürbaren höheren Sprit- und Energiekosten, ist schon angesprochen worden, unbedingte Priorität einzuräumen. Wenn wir die Verkehrswende schaffen, dann jetzt. Auch und gerade finanziell müssen die entsprechenden Mittel so eingesetzt werden, denn Mobilität darf kein Luxus sein. Daneben hat uns die Corona-Krise intensiv vor Augen geführt, wie wichtig ein gut ausgestattetes und funktionierendes Gesundheitswesen ist. Es ist unsere Aufgabe als Landeshauptstadt, unser städtisches Klinikum Dresden weiterhin bei den zu bestehenden Herausforderungen zu begleiten und den Mitarbeitenden die notwendigen, auch finanziellen Sicherheiten zu geben. Es darf nicht reichen, für eine gute Pflege nur vom Balkon zu klatschen. Der Pflegenotstand hat viele Gründe, die über Corona weit hinausreichen. Gesundheitspolitik ist unmittelbare Daseinsvorsorge und gehört daher auch auf unsere städtische finanzielle Prioritätenliste. Und schließlich ist es gerade in der Corona-Atempause, die uns jetzt vergönnt zu sein scheint, notwendiger denn je, die Kunst- und Kulturszene zu stärken, weiter Projekte des zivilgesellschaftlichen Engagements zu unterstützen, die sich gegen Menschenfeindlichkeit, Rassismus und häusliche Gewalt richten, die eine gute Kinder- und Jugendarbeit voranbringen oder schlicht dazu beitragen, das gesellschaftliche Miteinander zu fördern. Menschen das Gefühl zu geben, selbstwirksam zu sein, etwas bewegen zu können, in eine Gemeinschaft zu gehören, die sie anerkennt. Denn das sind die wirksamsten Gegenmittel gegen die oft zitierte Politikverdrossenheit und einen Zynismus, der sein Heil im individualisierten Egoismus sucht und den Mitmenschen mehr als Feind, denn als Nächsten sieht. Lassen Sie uns also gemeinsam, ganz im Sinne Salomos, hier im Stadtrat die Königinnen und Könige sein, die in unserer Demokratie durch eine gute Finanzpolitik dafür sorgen, dass das Feld auch in den nächsten Jahren so bebaut wird, dass ein guter Doppelhaushalt 23/24 entsteht zum Gewinn für unsere Stadt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Vogel. Für die FDP-Fraktion Herr Maloney, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, ich langweile Sie jetzt nicht, weil ich habe weder eine Wahlkampfrede noch eine Märchenstunde für Sie parat. Wo sollen die Prioritäten im nächsten Haushalt gesetzt werden? Die Frage ist durchaus berechtigt, wenn man in den letzten Wochen mal so in die Verwaltung hineingehört hat. Und viel wichtiger als die Frage nach den Prioritäten ist allerdings die Frage, wie wir das aktuelle Level an Investitionen überhaupt sichern können. Und da rede ich nicht nur von gesteigerten Energie- und Rohstoff- und Baukosten, sondern ich rede auch von einem stetig steigenden Verwaltungsapparat mit steigenden Kosten, Zuschussbedarf, DVB, immer neue Personalwünsche, allen voran Frau Kaufmann, zum Beispiel mit einem Fachplan Seniorenarbeit, wo man mal eben über 20 Stellen der Beratung gefordert werden, ohne einen Bedarf in wirklich zu rechtfertigen. Und andererseits auch nicht erkennbar, dass ein Personalaufwuchs in gewissen Fachämtern einen Mehrwert bringt. Es scheinen sich dort alle immer mehr oder weniger mit sich selbst oder gegenseitig zu beschäftigen. Die Umsetzung der Investitionen erfolgt viel zu langsam, Planung und Genehmigungsverfahren dauern zu lange und wenn mal genehmigt wird, dann wird es nicht gebaut, weil man sich in der Verwaltung wieder was anderes überlegt hat, Beispiel Emmerich-Ambrosshofer und Kotta. So kann man Zeit verbrennen, so kann man Geld verbrennen. Und niedrigeres Personalbudget in den Ämtern, mal so als Gedankengang, kann vielleicht dazu führen, dass man etwas Effizienzdruck aufbaut. Weiterhin, Beispiel hatten wir heute in der Tagesordnungsdebatte in Bezug auf die Umzugswünsche, zum Beispiel vom GB2. Man muss nicht immer den schnellsten, einfachsten und auch teuersten Weg zur Anmietung von Büroflächen gehen. Man kann vielleicht auch mal sparsam sein, Alternativen suchen und vor allen Dingen, man kann auch mal verhandeln, bevor man mieten will oder eine Vorlage einbringt. Im Bereich der Kultur gilt es zu beachten, was man fördert, wie und ob institutionelle Kunst wirklich immer Konkurrenz zu Kulturaktionen stehen muss, die auch ohne staatliche Gelder auskommen. Auch hier sollte man mal schauen, was sind kommunale Pflichtaufgaben, was ist Kür und auch was ist Klientelpolitik. Für uns stehen investive Ausgaben in der Priorität stets vor den konsumtiven. Allerdings müssen auch hier die richtigen Prioritäten gesetzt werden. Aus unserer Sicht ist das Infrastruktur und vor allem hier die schnelle Umsetzung geplanter Maßnahmen und richtige Bau- und Sanierungsmaßnahmen und nicht nur Geld für neue Farbe und Linien auf Straßen. Sowie Investitionen in Sportstätten und Digitalisierung in allen kommunalen Bereichen.
Und bei der Diskussion über Ausgaben sollte man auch mal einen Blick auf die Einnahmenseite nehmen und wie wir hier langfristig unserem Vergleich mit anderen Gemeinden doch durchaus komfortable Situationen sicherstellen wollen. Es kam jetzt gerade die neue Steuerschätzung vom Bund rein, 40 Milliarden Euro Mehreinnahmen geschätzt auf Bundesebene. Und wir sollten uns mal eins vor Augen halten, was auch wichtig ist, sind, Kollege Krüger hat es schon angesprochen, Investitionen in Infrastruktur, Neuansiedlung, aber auch Unterstützung vorhandener Gewerbe und deren Arbeitsplätze. Und wir müssen auch schauen, wo wir kommunal an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal entlasten können, um diejenigen, die das Ganze finanzieren, auch dazu zu befähigen, das Ganze auch weiter zu finanzieren. Und wenn wir gute Jobs haben, wenn wir gut bezahlte Jobs haben, wenn wir Kaufkraft haben, wenn wir eine wachsende Wirtschaft haben, dann erledigt sich das mit dem notwendigen, benötigten sozialen Wohnraum vielleicht ganz alleine. Wir sollten nicht nur gucken, wie wir mehr Sozialwohnungen bekommen, sondern wir sollten vielleicht auch mal darüber nachdenken, wie wir es möglich machen, dass immer weniger Leute auch Sozialwohnungen wirklich benötigen. Wir und insbesondere mein Kollege Christoph Blödner freuen uns auf jeden Fall auf die Haushaltsverhandlungen und bedanken uns hier bei der CDU für den Aufschlag und denke mal, Herr Krüger wird dann in Kürze dazu einladen zu den ersten Runden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Maloney. Wir kommen zu den Dissidenten, Herr Dr. Schröder-Wissermann. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen an den Datenendgeräten. Ja, Herr Krüger, ich hätte ja Ihre Rede verstanden, wenn die CDU einen Oberbürgermeisterkandidaten hätte, aber so habe ich das gut erglänzt durch Abwesenheit. Und Herr Maloney, ich bin ja froh, dass Sie jetzt für eine weitere Anhebung des Mindestlohns sind. Das finde ich auch sehr gut. Meine Damen und Herren, diese Aktuelle Stunde ist ein wenig zum falschen Zeitpunkt. Aktuell ist sie im September und deswegen möchte ich mal kurz für die Menschen da draußen erklären, was ein Haushalt ist und wie man sich dort einbringen kann und muss. Ja, also. Der Haushalt wird alle 2 Jahre vom Stadtrat verabschiedet und das nennt man so das Königinnenrecht des Stadtrates und die reden hier rein, das ist unfassbar. So, und momentan wird der Haushalt hinter den Kulissen zusammengestellt, das ist ein Entwurf, der wird sozusagen hin und her gestrickt, das machen die Oberbürgermeister mit den Bürgermeistern und im September kommt dann der große Tag, da kommt dann der Haushalt an die Öffentlichkeit und ab da geht es dann los und das ist dann der wichtige Zeitpunkt, wo Sie da draußen, hier muss ich jetzt gar nicht zuhören, Sie da draußen dann gucken müssen, Schulen, Initiativen, freie Träger, ist denn Geld für mich da oder für uns oder muss man hier noch irgendwas nachsteuern? Auch wenn andere Anliegen sind, Straßensanierung oder Investitionen, dann ist dann der Zeitpunkt gekommen, wo man zu der Fraktion seines Vertrauens Kontakt aufnehmen sollte, wo man vielleicht eine Demo anmelden kann. Dann ist die Zeit gekommen, in den politischen Raum reinzuwirken, auf das dann die PolitikerInnen miteinander hier einen Haushalt austüfteln. Jetzt momentan ist eigentlich kein Haushaltsverhandlungen oder haben Sie irgendwelche Termine nächste Woche? Ich nicht. Und das heißt also, Sie müssten auf den September warten und dann geht's los. Jetzt meine restliche Zeit möchte ich noch sagen, was denn grundsätzlich in den nächsten 2 Jahren ganz, ganz wichtig ist. Die Aktuelle Stunde heißt ja investieren. Wo investieren wir in den nächsten Jahren? Und da ist es natürlich wichtig, dass wir Investitionen in das vor allen Dingen tun, was sich rentiert. Und das bedeutet, das ist, hat ja Krüger ja schon ausgeschlossen, aber das bedeutet, wenn sich etwas rentiert und wir es machen wollen und müssen, dann können wir dafür auch Geld aufnehmen, also Schulden machen. Wenn es sich nicht rentiert, wenn es konsumtiv ist, dann nicht, aber wenn es sich rentiert, dann schon. Ich mache mal ein Beispiel, also wenn wir der WED einen Zuschuss geben oder Grundstücke einlegen, dass sie sich Geld leihen kann und dann baut sie Sozialwohnungen. Das rentiert sich von alleine, weil durch die Mieten über die Jahre wird das quasi amortisiert und dann
haben wir für lange, lange Zeit Sozialwohnungen. Thema Klima. Wir müssen natürlich massivst, und das sind jetzt wirklich Berge von Millionen, die wir investieren müssen, in Dämmung, in Photovoltaik, in effizienteres Heizen. Ja, da müssen wir jetzt investieren, weil wie wollen wir denn ansonsten die Klimawende schaffen? Also wir müssen uns schon daran gewöhnen, dass im Haushalt selber oder aber bei den Eigenbetrieben größere Mengen an Investitionen, an Schulden aufkommen, die sich dann mittel- und langfristig auszahlen. Oder anders gesprochen, wir haben die Stadtentwässerung, die hat überhaupt kein Problem mit den Energiepreisen. Warum? Weil die Stadtentwässerung ist energieautark, die macht ihre Energie selber. Und da müssen wir hin, dass das die städtischen Unternehmen jetzt auch möglichst schnell machen. Da müssen wir hin, dass das Dresden als Ganzes macht. Und deswegen müssen wir Solar auf jedes Dach packen und investitive Mittel in den Haushalt einstellen, um eine effiziente, um eine schnelle Klimawende herbeizuführen. Vielen Dank, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sie haben auch sehr schön dargestellt, wie das Haushaltsverfahren dann im Stadtrat ablaufen wird. Das dockt sehr gut daran an, dass wir ja verwaltungsintern mitten im Haushaltsaufstellungsverfahren auch sind. Also die Ämter der Landeshauptstadt Dresden, insbesondere unter Federführung von Kollegen Dr. Lames, haben ja seit Jahresbeginn sehr fleißig in der Kämmerei für die finanziellen Eckdaten im Allgemeinen, im Haupt- und Personalamt für die personellen Eckdaten gearbeitet. Diese Rahmeneckdaten sind als Budgets an die Geschäftsbereiche in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters vor 14 Tagen an die Geschäftsbereiche ausgegeben worden. Dort werden die Geschäftsbereiche jetzt Stellung nehmen. Wir werden dann mit dem Oberbürgermeister eine Klausurberatung machen. Und wie Sie richtig beschrieben haben, nach der Sommerpause kommt das dann als der offizielle Entwurf hier wieder in die öffentliche Sitzung, wo der Oberbürgermeister respektive der Finanzbeigeordnete oder der Fachbedienste für das Finanzwesen es dann in die öffentliche Debatte auch bringen. Ist also ein schöner, transparenter Prozess. Also danke für die Einführung der Erläuterung. In der Fraktionsrunde sind wir bei den Freien Wählern. Herr Genschmar, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, was steht in der Begründung der Aktuellen Stunde der Union? Es geht der Union darum, einen angemessenen und zukunftssicheren Ausgleich zwischen konsumtiven Ausgaben und Investitionen zu finden. Für uns stellt sich aber erst einmal folgende Fragen. Mit wem will die CDU einen angemessenen Ausgleich zwischen konsumtiven und Ausgaben und Investitionen finden? Wird die CDU wieder einen Großteil der bürgerlich-konservativen Seite des Stadtrates ausgrenzen und mit der linksgrünen Seite den Haushalt beschließen? Wird die CDU erneut in geheimen Runden mit den Oberbürgermeister auf Grundlage exklusiver Informationen aus der Verwaltung einen Haushalt beschließen? Wir fordern die CDU auf, bei diesem Thema zu einem modernen demokratischen Umgang mit allen gewählten Stadträten zurückzukommen, so wie es bis 2019 der Fall war. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, dann können wir auch gern über Inhalte reden. Im Übrigen ist es müßig, über neue Beschlüsse zu reden. Über 300 nicht erfüllte Ratsbeschlüsse belasten den Haushalt bereits jetzt mit mehr als 1 Milliarde Euro. Nachzulesen im Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes. Pro Jahr gibt Dresden nicht mehr als 300 Millionen aus. Solange dass sich daran nichts ändert, ist jeder neue Beschluss kaum mehr wert auf dem Papier, wie es steht. Wir bitten, wie gesagt, die Union, ihre Handeln bei der vor 2 Jahren noch mal zu überdenken, wieder mit allen zu reden. Und dann können Sie auch auf die Zusammenarbeit der Freien Wähler vertrauen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Genschmar. Als nächstes Frau Schanetzki für die Fraktion Bündnis 90 Grüne. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, wo oder was werden die Investitionsprioritäten der Grünen Fraktion sein? Wurde vor uns gesagt, ich habe jetzt 5 Minuten Zeit, das ist knapp. Ich glaube,
Das eigentlich knappe Gut in dieser Diskussion ist das Geld, ebenso wie die zur Verfügung stehende Zeit im Sinne von Arbeitszeit des Personals, was uns zur Verfügung steht, um die entsprechenden Beschlüsse, um die es jetzt schon die ganze Zeit geht, auch umzusetzen. Ohne den Verhandlungen vorzugreifen, wir werden uns als Grüne auf alles das konzentrieren, was die Stadt besser macht, den Zusammenhalt stärkt und die Generationengerechtigkeit fördert. Kurz, unsere Prioritäten werden auch in diesem Haushalt auf dem Klimaschutz liegen und alles, was ihm dient. Es geht aus grüner Sicht um eine lebens- und liebenswerte Stadt und da hat Dresden eben noch einige Luft nach oben. Nun wurde hier schon viel über die grünen Beigeordneten gesprochen und dazu möchte ich jetzt doch auch noch mal zwei, drei Sätze verlieren. Es sind ja nicht die einzelnen Beigeordneten, die zu wenig machen, weil nach dieser Logik, und das muss man auch so klar sagen, hätte die CDU kein Problem mit Graffiti, weil der CDU-Bürgermeister ist ja für Graffiti als Ordnungsbürgermeister zuständig, dann hätte die Linke kein Problem mit sozialen Verwerfungen, weil die linke Bürgermeisterin ist für Soziales zuständig, dann hätte die SPD nie ein Problem mit Geld, weil der Kämmerer ist ja SPD. Diese Logik ist hanebüchen. Natürlich ist es immer eine Frage der Spitze und der Steuerung von der Spitze aus, was passiert und was nicht passiert. Im Übrigen, und jetzt komme ich nochmal zu unseren Prioritäten, was die Haushaltsdebatte angeht, machen wir den Klimaschutz in allen genannten Politikfeldern. Ich habe ehrlich gesagt keine große Begründung in diesem Antrag zur Aktuellen Stunde gefunden. Es waren tatsächlich einfach nur Stichworte von Politikfeldern zur Priorität. Bildungsinfrastruktur soll so gestaltet werden, dass sie den Prinzipien von Nachhaltigkeit Rechnung trägt. Schulen und Kindergärten nehmen viel Raum ein in unserer Stadt, ganz physisch. Da ist dann aber auch viel Platz für Solardächer und Fassadenbegrünung. Die Nutzung ressourcenschonender Baumaterialien wie Carbonbeton und die kritische Prüfung, welche Gebäude wirklich durch neue Gebäude ersetzt werden müssen und wo Bestandsgebäude ertüchtigt werden können, trifft nicht nur den Bildungsbereich. Außenflächen der Schulgebäude können grüne Oasen für die ganze Stadtgesellschaft sein, offene Orte der Begegnung für alle. Ähnliches gilt für Wohnen. Wir müssen die kommunale Wohnungswirtschaft und nicht nur die Wohnungssuchenden in den Blick nehmen. Für Haus- und Wohnungseigentümerinnen soll es eine städtische Beratung zur Umstellung in ihrer Energie- und Wärmeversorgung auf Klimaneutralität geben. Mieterinnen sollen umfassende Beratungsangebote bekommen, wie man sich durch Reduzierung des Verbrauchs unabhängiger von fossilen Energien macht und damit gleichzeitig die eigenen Betriebskosten dämpft. Bei der Verkehrsinfrastruktur, und über die haben wir heute hier schon viel gehört und gesprochen, geht es um nicht weniger als die Mobilitätswende, die hier im Stadtrat immer wieder ausgebremst und in Grund und Boden diskutiert wird. Mobilitätswende braucht ausreichende und effiziente Planungskapazitäten im betreffenden Geschäftsbereich. Hier gilt es nachzujustieren. Gleichermaßen braucht es eine Stadtspitze, die die Mobilitätswende als Grundlage aller Politikbereiche begreift und dementsprechend eine stringente Gesamtstrategie vorlegt und umsetzt. Auch Wirtschaftsansiedlungen, Tourismus und überhaupt alle Menschen, die in dieser Stadt unterwegs sind, sind angewiesen darauf, dass Wege sicher, sauber und mit minimalen negativen Begleiterscheinungen zurückgelegt werden können. Digitalisierung braucht im Haushalt auch weiter unsere Aufmerksamkeit. Ich finde es wirklich bemerkenswert, dass das bisher niemand erwähnt hat. Aber nicht nur, um noch mehr zu kaufen. Digitalisierung erfüllt ihr Versprechen doch erst dann, wenn sie zu signifikanten Straffungen, Vereinfachungen und somit Beschleunigungen von Prozessen führt. Es muss also gerade im Bereich Personal geschaut werden, welche Positionen durch Digitalisierung an dieser Stelle nicht mehr gebraucht werden, aber auch wo Verbrauchs- und nicht zuletzt Raumkosten gespart werden können und für andere Zwecke zur Verfügung stehen. Eine Digitalisierung, die zur Selbstbeschäftigung der Verwaltung führt, wäre ein Schildbürgerstreich. Für uns Grüne ist ein zentraler Punkt, die Stadtbezirksbeiräte sollen komfortabel mit Budget ausgestattet werden. Sie wissen konkret vor Ort am besten, was sinnvoll ist, und dementsprechend werden die Mittel dort zum großen Teil in investiven Projekten eingesetzt. Was erwarten wir als grüne Fraktion von der Stadtspitze vom Haushalt? Im Verfahren mehr Transparenz für Stadtrat, für Stadtbezirksbeiräte und für Bürgerinnen. Einen Entwurf, der eine Vision hat, eine Idee für diese Stadt und nicht nur Bestehendes verwaltet, weil es ja irgendwie geht. Krise gilt übrigens nicht als Ausrede. Für fast jedes Jahr der letzten 7 Jahre lassen sich krisenhafte Phänomene beschreiben. Darauf können wir uns nicht ausruhen. Vielmehr müssen wir die Herausforderungen annehmen und progressiv gestalten. Größte Herausforderung und Krise, und das möchte ich noch mal so ganz klar sagen, weil wir uns manchmal in all dem Krisengerede auch so ein bisschen verlieren,
ist und bleibt aus meiner Perspektive der Klimawandel, dem wir als Stadt in allen Politikfeldern etwas entgegensetzen müssen. Und dafür werden wir als Grüne Fraktion streiten. Vielen Dank, Frau Schanitzky. Für die AfD-Fraktion Frau Dr. Schöps, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, eine Aktuelle Stunde, die sich mit den Prioritäten für Investitionen im noch aufzustellenden Doppelhaushalt befasst. Das kann man jetzt machen, wenn man ohne eigenen OB-Kandidaten im Wahlkampf ist, oder man berät halt darüber erst, wenn alle Zahlen in den Haushaltsverhandlungen auf den Tisch kommen. Notwendig ist auf jeden Fall eine ganzheitliche Betrachtung zwischen investiven und konsumtiven Ausgaben. Nehmen wir zunächst das Beispiel Verkehrsinfrastruktur. Straßen und Gehwege. Seit Jahrzehnten leben wir schon von der Substanz. Wenige Großprojekte im Hauptstraßennetz werden realisiert oder auch nicht, wie die Königsbrücke, während aber Nebenstraßen und Gehwege vor sich hinrotten. Die wenigen Mittel, die für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen zur Verfügung stehen, sind ein Tropfen auf dem heißen Stein. Sie reichen bei Weitem nicht aus, um wenigstens den Status quo in unserer Stadt zu erhalten. Dass nun laufende Instandhaltung allemal günstiger ist, als die Infrastruktur so lange herunterzuwirtschaften, bis nur noch eine grundhafte Erneuerung in Betracht kommt, ist eine Binsenweisheit. Gilt übrigens auch für andere Bereiche, nicht nur für Straßen. Es kann auch nicht Aufgabe der Stadtbezirksbeiräte sein, hier dem Straßen- und Tiefbauamt dauerhaft finanziell unter die Arme zu greifen. Aber natürlich gibt es für uns als AfD-Fraktion Wichtigeres in Dresden als Straßen. Zum Beispiel Bildungs-, Kultur- und Sozialeinrichtungen, auch Sportstätten, die Förderung von Familien, die sich in Dresden dauerhaft niederlassen und Wohneigentum erwerben wollen. Ein Antrag von uns ist ja noch auf der Tagesordnung heute. Oder auch öffentliche Sicherheit und Ordnung. Es ist eine ausgesprochene Schande für unsere Stadt, dass ein 14-Jähriger am helllichten Tage am Dienstag beraubt wird, und zwar auf der Prager Straße, wegen 1,27 Euro. Und nach der Mehrheit des Stadtrates gibt es ja noch eine Priorität, und das sind Luxusprojekte wie der Neubau des Verwaltungszentrums am Ferdinandplatz. Alles wichtiger als die Infrastruktur. Modernste Luxusbüros für die Verwaltung und Schlaglöcher und Stolperfallen für unsere Bürger. Das neue Verwaltungszentrum könnte sich zu einem finanziellen Desaster für Dresden entwickeln. 140 Millionen soll der Baukörper ja kosten, zuzüglich der 2,4 Millionen für den Tiefbau. Und heute haben wir schon eine Vorlage auf der Tagesordnung, wo wir 1,83 Millionen nachschießen sollen. Wie viel wird der Stadtrat am Ende beschließen müssen? Was wird der Steuerzahler aufwenden müssen, dass die Verwaltungsspitze ihr hässliches Denkmal aus Glas und Beton errichten kann? Die unkalkulierbare wirtschaftliche Entwicklung, explodierende Energiekosten und Erzeugerpreise, es ist von 30,9% Steigerung im März gegenüber dem Vorjahresmonat die Rede, das sind für mich die größten Herausforderungen für den kommenden Doppelhaushalt und natürlich die mittelfristige Finanzplanung. Das Bundesbauministerium hat bereits gezeigt, wohin die Reise gehen wird. Für wesentliche Baustoffe wurde eine sogenannte Stoffpreis-Gleitklausel, ich habe es richtig rausgebracht, eingeführt. Damit werden für Verträge des Bundes und natürlich auch schon für abgeschlossene Verträge nachträgliche Preisanpassungen möglich, wenn eben die Baustoffe, die in der Liste da aufgeführt werden, teurer werden. Damit werden auch die Projekte natürlich teurer und die öffentliche Hand muss mehr zahlen, ist ganz klar. Wir haben jetzt schon 300 Millionen, sogar weit über 300 Millionen auf der hohen Kante, die wir für Investitionen für uns herschieben. Das haben wir ja heute auch noch auf der Tagesordnung und haben Probleme, das überhaupt auf die Reihe zu bekommen. Lassen sich überhaupt genügend Kapazitäten für Planung und Bauausführung finden, um sie in absehbarer Zeit zu realisieren? Finden wir überhaupt jemanden, der gegenwärtig willens und in der Lage ist, verbindliche Preise aufzurufen? Bei einer Umfrage des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie haben 32% der Bauunternehmen angegeben, derzeit überhaupt gar keine Angebote für Bauvorhaben mehr abzugeben. Oder wie viel müssen wir vielleicht dann an Geld tatsächlich nachschießen? Und, liebe Frau Schanetzky, haben Sie sich mal informiert, was Carbonbeton eigentlich kostet? Einfach mal googeln, da werden Sie finden, Carbonbeton kostet 20-mal so viel wie schlichter Stahlbeton. Ich weiß ja nicht, ob man auf dieser Grundlage dann in Dresden Sozialwohnungen errichten will und wer das bezahlen will. Der neue Haushalt kann daher nur eine Priorität für uns als AfD kennen.
Daseinsfürsorge für unsere Bürger anstelle von Klientel und Ideologie und Luxusprojekten. Und ich weiß, meine Redezeit ist gleich abgelaufen, aber eine Bemerkung zu Herrn Scheubach hätte ich noch. Ich gebe Ihnen ja sowas von recht. Dresden ist eine total wunderbare, wundervolle Stadt und ich lebe hier wirklich sehr gerne und schon mein ganzes Leben. Aber die AfD, wir nennen uns ja im OB-Wahlkampf, das muss ich auch mal Wahlkampf machen für unseren Maximilian Krah, wir nennen uns Team Neumarkt. Und wir werden Dresden weiterhin wunderbar erhalten und noch wunderbarer machen. Und zwar völlig ohne irgendwelche sozialistischen Experimente. Vielen Dank. Zum Abschluss der Aktuellen Stunde nun Kollege Dr. Lames für die Verwaltung. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträte, meine Damen und Herren. Ein Geheimnis will ich dann gleich lüften. Nach den Plänen ist der 11. August vorgesehen, um den Entwurf des Oberbürgermeisters für den Haushalt vorzulegen. Da arbeiten wir auch kräftig daran, dass wir diesen Plan einhalten können. Und dann können wir ganz tief in die Prioritätendiskussion eintreten. Und der Haushälter wünscht sich natürlich auch, dass man über die Posterioritäten, also das, was man möglicherweise auch zurückstellt, auch spricht. Das fällt gelegentlich schwerer. Für uns gilt, der erste Bürgermeister hat es gesagt, wir haben die Eckwerte erstmal verwaltungsintern vorgestellt, damit beschäftigen wir uns im Moment. Und mit diesen Eckwerten gehen wir einen Weg weiter, den wir auch bisher schon gegangen sind, und zwar planen wir wieder mehr Geld auszugeben, als wir einnehmen oder planen einzunehmen. Das gilt unter anderem auch deswegen, weil wir 2021 ein besseres Ergebnis hatten, als wir es ursprünglich schon geplant hatten, schon unter dem Eindruck der Corona-Krise. Das liegt an Gewerbesteuereinnahmen, die von 2020 auf 2021 um 140 Millionen Euro angestiegen sind. Schön für uns. Wir haben 2020 Ausgleichszahlungen bekommen, Corona-bedingt, und viele Unternehmen haben dann 2021 Gewerbesteuer nachgezahlt, weil sie 2020 zu pessimistisch gewesen waren. Aber dass es immer besser läuft als geplant, daran könnte man sich gewöhnen, aber darauf dürfen wir uns nicht verlassen. Denn diese Kompensation der Corona-Ausfälle, die ist kreditfinanziert in Bund und Land. Und das wird sich in dieser Form nicht wiederholen. Sie können das überall nachlesen. Und deshalb haben wir hart daran gearbeitet, Spielraum zu erarbeiten für Investitionen, aber eben auch Spielraum für inhaltliche Gestaltung der Geschäftsbereiche. Einen Blick in die Investitionen. Bei den Schulen ist das, und ich denke, das müssen wir mit betrachten, wenn man das in diesem Jahr zur Verfügung stehende und nicht vollständig abfließende Geld mitrechnet, ist das von den Jahren 22 bis 27, also in 6 Jahren, ein Volumen von 600 Millionen Euro. Fördermittelerwartungen sind da teilweise noch nicht berücksichtigt, weil wir sie noch nicht planen können. Für die Digitalisierung 63 Millionen, für den Sport 46 Millionen und für Wohnungsbau in der WID 23 Millionen. Ich möchte auch erinnern an die Notwendigkeit, dass wir in unserem Klinikum für dessen Zukunft auch Investitionen schaffen. Wir haben in dem neuen Verwaltungszentrum auch das schon verwirklicht, was permanent gefordert wird. Wir bauen dort für 1.350 Beschäftigte nur 1.000 Arbeitsplätze. Ökologischer und sparsamer geht es eigentlich nicht nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge. Und deswegen ist das Reden gegen dieses Verwaltungszentrum eben auch ein Verstoß gegen die ökologischen Zielsetzungen, die wir mit unserem Wirtschaften verfolgen. Wir werden jetzt in der Verwaltung in den weiteren Feinschliff gehen müssen. Den Feinschliff, damit wir Ihnen einen vernünftigen Entwurf
präsentieren können. Dabei gilt, für Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind alle verantwortlich und nicht nur der Bereich Finanzen. Das geschieht in vielen, auch für sich genommen, gar nicht so voluminösen Entscheidungen, aber das geschieht eben jeden Tag und das müssen wir jeden Tag leisten. Wir planen auf einer schwankenden Grundlage. Erreicht. Das hat auch der Bundesfinanzminister bei der heutigen Vorstellung der Steuerschätzung nochmal sehr deutlich gemacht. Auch wenn nominell die Zahlen nach oben gehen, dann ist es nicht unbedingt zu erwarten, dass das dabei bleiben wird. Denn in dieser Steuerschätzung sind die vielen Risiken, denen wir ausgesetzt sind, notwendig noch nicht eingepreist. Deshalb lassen Sie uns mit Augenmaß, mit Verstand und mit Solidarität auch in diese Haushaltsdebatte gehen. Und ich bin zuversichtlich, dass angesichts der Kraft unserer Stadt uns dort auch ein vernünftiges Werk wieder gelingen wird. Herzlichen Dank.